Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. El pueblo unido jamás será vencido. Die vereinte Bevölkerung wird niemals besiegt werden. Das ist das Lied der demokratischen und linken Kräfte in Chile. 1973 ist die demokratische Regierung von Salvador Allende gestürzt worden, von einem Bündnis von Neoliberalen und Faschisten. In Chile haben sie alle Bereiche der Marktwirtschaft dem Profit unterworfen. Das Wohnen, die Rente, das Wasser, die Gesundheit, die Infrastruktur. Seit Monaten gehen in Chile Millionen auf die Straße für Demokratie und für das Ende des Neoliberalismus. Ihr Lied ist weiterhin El pueblo unido jamás será vencido. Und die Regierung in Chile geht mit Gewalt gegen diese Proteste vor der Bevölkerung. Es kommt zu Folter, es kommt zu Morden in Chile. Genau deshalb ist der Weltklimagipfel von Chile nach Spanien verlegt worden. Genau deshalb haben wir in Madrid den Weltklimagipfel gehabt. Und die Bundesregierung hat recht, wenn sie sagt in ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde, das Ergebnis des Weltklimagipfels ist ernüchternd. Aber wenn die Union und die SPD dazu fügen, Deutschland bleibt auf Kurs, lohnt sich doch ein kritischer Blick. Wie sieht es aus um den Kohleausstieg? Vor einem Jahr hat die Kohlekommission das verabschiedet. Noch immer haben wir kein Gesetz zum Kohleausstieg. 2038 ist viel zu spät. Wir brauchen 2030. Aber nicht mal das bekommt diese Bundesregierung auf die Reihe. Und das ist das Problem. Und wie sieht es um die erneuerbaren Energien aus? Wir haben eine Situation, wo die Windkraft weiterhin ausgebremst wird von dieser Bundesregierung, wo wir in den letzten 3 Jahren 40.000 Arbeitsplätze in der Windkraft verloren haben. Und wenn die Bundesregierung diese Politik fortsetzt, stehen weitere Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien auf dem Spiel. Auch das ist das Problem. Oder schauen wir uns die Verkehrswende an. Was brauchen wir in dieser Situation? Wir brauchen überall im ländlichen Raum den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wir brauchen eine gute, bezahlbare und gut ausgebaute Bahn, die eine Bürgerinnenbahn ist. Stattdessen setzt dieser Bundesverkehrsminister weiterhin auf Beton und Asphalt. Auch das ist das Problem. Auch dieser Bundesverkehrsminister ist ein Problem. Und ich bleibe dabei und wir bleiben dabei, er hat zurückzutreten. Oder schauen wir den Bereich der Wärme an. Sie bekommen kein Programm auf die Reihe, die erneuerbare Wärme zusammenbringt mit Bezahlbarkeit, mit bezahlbarem Wohnen und bezahlbaren Heizkosten. Hier haben Sie keine Idee. Sie haben die einzige Idee, die positiv war von dieser Bundesregierung, der schwarzen Null geopfert. Und genau das bleibt auch das Problem. Es bleibt also dabei, das Klimapaket der Bundesregierung ist unwirksam und es spitzt die soziale Spaltung in diesem Land zu. Damit kommen Sie nicht dahin, dass Sie die Klimaziele 2020 einhalten und Sie kommen auch lange nicht dahin, dass Sie die Klimaziele 2030 einhalten. Und wenn Sie jetzt sagen, Deutschland bleibt auf Kurs, dann können wir nur sagen, auch der Kurs auf Bruchlandung ist noch immer ein klarer Kurs. Also, die Ergebnisse des Weltklimagipfels, sie sind nicht nur enttäuschend, sie sind verheerend. Es gibt keine Einigung auf schärfere Klimaziele. Es gibt keine Einigung zur einheitlichen Berechnung der CO2-Einsparung. Und es gibt keine Einigung über die Finanzierung der Klimaschäden für den globalen Süden. Letztlich bedeutet das Stillstand. Und ein Stillstand ist in der Situation der Klimakrise nichts Positives, sondern es ist ein Rückschritt. Deswegen sind wir bei den Menschen, die bei der COP, die beim Weltklimagipfel protestiert haben, die dort die Hauptsitzung blockiert haben, die dort von der Polizei eingekesselt worden sind. Im Kessel haben wir gemeinsam gesungen El pueblo unido jamás será vencido. Auch als Gruß an die Bewegung in Chile, die zur gleichen Zeit einen Alternativgipfel auch in Chile abgehalten hat. Weil wir sagen, wenn wir Klimagerechtigkeit wollen, müssen wir mit den Prinzipien des Neoliberalismus brechen. Müssen wir mit den Prinzipien, die diese Bundesregierung ihrem Klimapaket vorangestellt hat, brechen. Dann brauchen wir eine andere Art des solidarischen Produzierens, eine andere Art des Konsumierens und des Wirtschaftens. Und die wird nicht von den Regierungen erreicht, die wird von den Menschen, die wird von der Klimabewegung auf der Straße gemeinsam erkämpft. Vielen Dank.
einer anderen Art des Konsumierens und des Wirtschaftens spricht Lorenz Köster-Beutin das Wort. Das war die Position der Linken.